Servus, ich bin's euer Stefan und heute geht's um eine ganz große Berühmtheit, jemanden, der jahrhundertelang gesessen ist. In den Ortenburger Kirchenbüchern gibt es ein besonderes Ereignis. Dort wird nämlich berichtet, dass ein Graf 13 Jahre nach seinem Tod erst bestattet wurde. Ist das eine Sage oder entspricht das tatsächlich der Wirklichkeit? Nun, es hat sie wirklich gegeben. Und es war sogar noch etwas ganz Besonderes. Es ist eine Sitzbestattung gewesen. Die einzige, die in Deutschland sich tatsächlich nachweisen lässt. Also nicht die von Karl dem Großen oder Otto dem Dritten, sondern eines Ortenburger Grafen ist die einzige, die wir wirklich wissen, dass er sitzend bestattet wurde. Und heute gehen wir auf einem Originalort hier in diesem Zimmer auf Spurensuche. Weshalb kam es zu solch einem Ereignis? Wer war der Unbestattete? Am 4. September 1666 verstarb der amtierende Graf. Aufgrund des geltenden Senioratsprinzips folgte ihm sein Bruder Christian auf den Grafenthron. Der Verstorbene und sein Bruder waren Katholiken, jedoch nur der Verstorbene war ein Scheinkatholik. Die Witwe als auch die Kinder fürchteten nun, dass sie offiziell konvertieren müssten. Somit kam es zur Umsetzung eines Planes aus dem Jahre 1658, den sie noch zu Lebzeiten ihres Gatten gemeinsam mit ihm entworfen hatte. Gräfin Esther Dorothea von Krichingen und Püttlingen floh daraufhin mit Erbgraf Georg Philipp und seinen Schwestern. Die Flucht gelang erst im zweiten Versuch und sie erreichten letztendlich das Zielland Württemberg. Herzog Eberhard III. Übernahm dort die Vormundschaft über die Kinder. Im Trubel blieb aber etwas unvollendet. Graf Georg Reinhard wurde vorbereitet für die Bestattung. Sein Körper wurde einbalsamiert. Sein Leichnam wurde aber nun auf einem Lehnsessel gesetzt und dort letztendlich wartend sitzen gelassen. Christian pochte nämlich auf die Rückkehr der Familie. Dann sollte die Entscheidung über seine Bestattung fallen, ob katholisch im Erbbegräbnis in der Sixtuskapelle in Passau oder evangelisch in Ortenburg in der Markkirche. Die Beisetzung sollte bis dahin offen bleiben. Warum blieb Graf Georg Reinhard nun jahrelang unbestattet? Christian war laut Familienverträgen Vormund. Diese Verträge wurden sogar kaiserlich bestätigt. Esther Dorothea und ihr Mann wollten dies aber verhindern. Daher kam es zum Streit vor dem Reichshofrat in Wien und dem immerwährenden Reichstag in Regensburg. Währenddessen wurde der junge Graf in Tübingen letztendlich unterrichtet. Das Gericht in Wien und der Reichstag gaben aber 1667 allesamt Graf Christian recht. Der Sohn hätte letztendlich zurückzukommen. Gräfin und die herzoglichen württembergischen Räte fanden aber eine gute Lösung. Der junge Graf musste aus dem Reich und damit aus dem Zugriff der Reichsjustiz geschafft werden. Gemeinsam mit den Herzogssöhnen Wilhelm Ludwig und Friedrich Karl von Württemberg ging er nun auf eine Kavaliersreise. Diese Reise wurde unterstützt durch evangelische Reichsfürsten, die ihre Kontakte zur Verfügung stellten. Und so reisten die drei Personen über Schweiz, Frankreich, England und Dänemark letztendlich nach Schweden. Die herzoglichen Brüder kehrten zurück, aber der junge Graf blieb in Schweden. Er trat dort in die Dienste König Karls XI. Von Schweden und durfte dort letztendlich seine Erziehung weiter fortführen. Die Frage der Bestattung konnte aber nicht geklärt werden. Diese interessierte wegen dem laufenden Rechtsstreiten über die Kosten der Vormundschaft auch in dieser Zeit tatsächlich niemanden. Störte es niemanden, dass der Graf nicht beigesetzt war? Graf Christian saß eigentlich auf Neu-Ortenburg. Er hatte also ein eigenes Schloss. Er war nicht hier auf Alt-Ortenburg. Wo die gräfliche Kanzlei war, die sich unter diesem Raum befand, ist unklar. Entweder sie zog mit auf Neu-Ortenburg oder sogar hinab in das Pfleghaus am Ortenburger Marktplatz. Hinweise darauf ist die neue Ortsangabe in den Urkunden, da plötzlich nicht mehr von Alt-Ortenburg die Rede ist, sondern bloß noch von Ortenburg. Aber falls sie tatsächlich hier im Schloss verblieben ist, könnte sie trotzdem weiter genutzt worden sein und niemand störte sich daran. Denn
Die gräflichen Gemächer waren mit dem Wegzug der Familie verschlossen und niemand konnte ein. Also entweder war das Schloss in Benutzung oder es war völlig unbewohnt und ungenutzt zu jener Zeit. Wann und wo wurde Graf Georg Reinhard nun beigesetzt? Graf Georg Philipp kam erst mit seiner Volljährigkeit aus dem Exil zurück. Damit konnte er aber selbst über seinen Glauben entscheiden. Kurz vor der Rückkehr 1679 erinnerte sich Graf Christian nun an seinen Bruder, der ja immer noch auf einem Stuhl saß. Nun ließ er ihn, kraft eigener Entscheidung, in Passau auf dem Lehnstuhl sitzend bestatten. Er wurde dort an der gräflichen Gruft am Ende der Treppe einfach abgestellt. Die rückkehrende Familie wurde überlistet, denn am gleichen Tag wurde auch eine Scheinbestattung eines leeren Sarges in der Ortenburger Markkirche durchgeführt. Der Familie blieb nur noch übrig, in der Markkirche in Gedächtnis an Georg Reinhard ein Epitaph anzubringen. Woher wissen wir von der Scheinbestattung in Ortenburg bzw. der Sitzbestattung in Passau? Wir haben darüber Erkenntnisse anhand von Aufzeichnungen über Gruftöffnungen. 1843 beispielsweise wurde die Sixtuskapelle, die Gruft, geöffnet in Passau. Damals soll es laut Zeitungsberichten den Arbeitern gewesen sein, die schreiend aus dem Dom gelaufen sind. Denn unten an der Treppe saß jemand und sah sie an. 1922 wurde die Gruft ebenso geöffnet und der Graf wiederum sitzend dort gefunden. Und er soll damals endlich umgebettet werden. Übrigens, 1843 bei dieser Beisetzung machte das deutschlandweit Schlagzeilen, denn es wurde, so heißt es, ein Graf sitzend in einem Mantel gehüllt entdeckt und vor ihm waren Insignien der Macht, beispielsweise auch ein Schwert. Das war etwas Besonderes, denn man kannte zwar die Sitzbestattung von Karl dem Großen, aber sie war tatsächlich nicht überliefert. Man wusste nicht, wie so etwas aussah. Das war die erste, die man tatsächlich kannte. Bei der Wiederentdeckung der Gruft in der Ortenburger Markkirche 2005 untersuchte man auch den Sarg Georg Reinhards, der dort letztendlich beschriftet war. Und tatsächlich, auch dieser Sarg war tatsächlich leer, denn er war ja letztendlich in Passau. Soviel zum heutigen Thema Graf Georg Reinhard, der insgesamt 256 Jahre auf seinem Lehnstuhl sitzen blieb. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal, euer Stefan.